Bheda, spalten, trennen, loslösen. Ja, willkommen zum Yoga Vidya Sanskrit Audio Video Lexikon. Heute der Eintrag Bheda, B-H-E-D-A, Bheda. Bheda heißt spalten, trennen, loslösen. Eigentlich das Gegenteil, was wir im Yoga ja machen wollen. Wir wollen eigentlich Yoga verbinden, vereinen. Sam-Yoga heißt auch der ganze Prozess des Verbindens. Aber es ist nicht nur immer wichtig, sich zu verbinden. Manchmal muss man auch lösen. Zum Beispiel gilt es, Verhaftungen zu lösen. Bheda heißt, sich zu lösen von Verhaftungen. Es gilt Bheda, sich lösen von Identifikationen. Bheda heißt auch Lösen der verschiedenen Aspekte der Gedanken. Es gibt auch die Meditationstechnik Abheda Bodha Vakya. Das heißt dann das Lösen von Worten und Bildern. Wenn du deine Bewusstheit löst von Worten und Bildern, bleibt Gefühl übrig. Wenn das Gefühl sich nicht verbinden kann mit Vorstellungen in Worten und Bildern, dann löst sich das Gefühl vom Konkreten und es bleibt reine Bewusstheit. Die reine Bewusstheit ist Brahman. Die reine Bewusstheit ist deine wahre Natur. So ist es durchaus gut, Bheda zu üben. Oder es gilt auch, sich zu lösen von allem Wahrnehmbaren. Du kannst sagen, ich kann meinen Körper wahrnehmen. Bheda, ich löse mich von der Identifikation mit dem Körper. Ich bin nicht der Körper. Du kannst dich lösen von der Identifikation mit deinem Prana. Du kannst dein Prana, deine Lebensenergie, deinen Energiezustand spüren, du kannst ihn erfahren und du kannst dich davon lösen. Du kannst dich lösen von den Emotionen, Bheda, von den Emotionen üben. Die Emotionen sind spürbar, sind fühlbar. Du kannst merken, wo sie sind. Du kannst merken, wann sie beginnen, wann sie enden. Du nimmst die Emotionen wahr. Du bist nicht die Emotion. Daher Bheda, Loslösung von den Emotionen. Du kannst deine Gedanken wahrnehmen. Es gibt Wortgedanken, Bildgedanken. Gedanken kommen, Gedanken gehen. Übe Bheda von den Gedanken, löse dich von den Gedanken. Wenn du dich so von all dem löst, was bleibt übrig? Übrig bleibt das, was du wirklich bist. Und was bist du? Zunächst mal, du bist. Wenn du nicht wärst, könntest du dich nicht lösen. Daher, du bist. Sat, reines Sein. Und du bist bewusst. Du bist nicht einfach irgendwie, sondern du bist bewusst. Chit. Und wenn du ganz bei dir bist und nicht von dich mit irgendetwas identifizierst, bist du Freude. Daher Sat Chit Ananda Swarupoham. Meine wahre Natur ist Sein, Wissen und Glückseligkeit. Durch Bheda, Loslösung, zu Yoga, Verschmelzung. Swami Shivananda hat auch gerne gesagt, Detach, Attach. Löse dich von allem Begrenzten, Attach. Binde dich mit dem, was wirklich ist. So ähnlich auch in der Alchemie spricht man von Solve et Coagula. Solve heißt lösen, Bheda. Coagula heißt binde. Binde heißt Samyoga. So löse dich von falschen Identifikationen und erfahre so die Einheit. Bheda, löse dich. Und dann komme zu Yoga, Einheit. Bheda, loslösen, Trennung, Spaltung.